So, warum habe ich denn so wenig Kaffee? Ach so, weil mit dem Alter Kaffee. So, Männer. Ist die Kohlensäure, die dann wieder runter geht, wisst ihr? Guck mal einen Fisch. Genau, guck mal einen Fisch. Guck mal einen Fisch-TV. Guck mal einen Fisch-TV. So sieht's aus. Euch habe ich in Frankfurt gesehen. Von hinten. Von hinten? Nein. Doch, in Frankfurt oder. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt weig aber raus, du. Nee, in Frankfurt oder. Ja, beim Oder-Spreeangler. Mit denen haben wir uns auch unterhalten, mit Christopher. Mhm. Genau. Ich habe gestaunt, dass der so groß ist. Ja, der war mir richtig unheimlich. Ich dachte, nein, Kleister, muss der nach oben gucken. Das ist ein großer erwachsener Hühner, aber richtig. Ich nicht gedacht, ich habe gedacht, das ist ein kleiner. Und wenn du dann die anderen so alle siehst, so die ganzen ganz hohen Tiere der Szene, ganz klein. Na, Hähne, Sebastian, ja. Der stand neben mir. Das ist ein Zwerg. Ach, das ist größer. Ja? Ja. Sieht in dem Video so aus? Wir erscheinen irgendwie alle anders vor der Kamera. Ja. Aber also ich filme ja auch immer von unten, damit ich größer wird. Aber ich filme alle von unten. Ja. Nee, ich filme meistens von oben, deswegen sehe ich so klein und dick aus. Also mein Kameramann ist ja relativ groß, der filmt ja auch von oben dann. Mhm. Ne? Dadurch sehe ich immer dicker aus, als ich bin mit meinem tollen Astralkörper. Ja, wenn wir nächstes Mal kommen, kleben wir den Baum da hinten ab. Warte mal. Ja, vielleicht lässt sich da so ein jetzt herrichten. Wo ist mein Klebeband? Panzertape, ich habe irgendwo hier Panzertape. Ja. Habt ihr auch so einen Freiluftkleber bei? Nee, ich habe einen anderen bei, aber willst du ihn haben? Ey, das ist mal wirklich. Wenn du einen Aufkleber bei hast, aber so einen gucken. Nee, so ihn haben wir. Nee, wir haben hier sowas. Keep calm and go fishing. Von wem ist das? Von euch? Du, ich habe heute so viel zugesteckt gekriegt. Carpware. Nee. Dann soll das Carp mir persönlich in der Hand. Aber ich darf jetzt dein Müll entsorgen, sozusagen. Ja. Nee, persönliche Aufkleber haben wir leider noch nicht. Ja, aber das wird alles noch. Wir werden das schon noch machen. Ja, genauso wie mit den Visitenkarten, das machen wir ja auch noch. Das ist alles schon in Arbeit. Aber das kommt, ihr seht ja selber, wie ich hier sporadisch mich hingesetzt habe. Sieht schön aus. Das braucht seine Zeit. Ich mache doch keinen Hehl draus, ich habe doch gar keine Zeit oder keine Lust, mich jetzt so zu präsentieren, als wenn ich sonst wer bin. Ne? Wir wollen ja Fische fangen. Genau. Darum geht es ja in allererster Linie, ne? Unser Hobby. Der Fisch ist von Britta. Britta Siebert. Britta Siebert hat diesen Fisch gemacht. Huch! Toll, das hat er auch noch kaputt gemacht hier. Ja. Ist ein feiner. Er wird jetzt während des Interviews mich unterstützen, wa? Also den Fisch, den habe ich auch im Prinzip erst durch die ganze YouTube-Angelei bekommen, weil ich habe mich dann auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgeguckt und mal geguckt, was ist denn so in der Welt nur los. Und dann bin ich irgendwann mal zu Grassi zum Fisch im Hüti gefahren und dann war irgendwann mal Britta mit ihren Tobias da gewesen und Britta hat dann so eine tollen Fische gemacht. Und dann hat sie mir einen drüber geschickt. Ja, nee, das finde ich cool. Was anderes als diese Schaumstoffdinger durchgepressten, besprühten. Ich habe auch schon überlegt, meiner Tochter mal einen mitzunehmen, aber für 20 Euro, das ist halt mir nicht wert. Wenn ich, 20 Euro, so ein kleiner Fisch. Und ich meine, meine Tochter ist 3 Jahre alt, die zerpflückt das Ding im Flug. Ja, also die ist schneller als ein Hund. Ist kaum in der Hand und ich drehe mich um und sage, guck mal, ich habe dir noch was mitgebracht, Schatz, da steht sie schon da kaputt. Also brauchst du ja dann nicht. Das ist ja auch meistens nur Chemie da. Ja, ist so. Das ist Lösemittel, wenn die Lösemittel raus sind und Faulicht und so weiter, da hast du dann auch immer Brösel drin. Ja. Und das geht also in die Hände und die Körperin von den Kindern. Also, ne? Ah ja. Wie kamt ihr denn überhaupt dazu, YouTube zu machen? Viel mehr durch die ganzen YouTuber, wie dich auch. Ja, also ich habe, wie ich dir vorhin schon mal kurz erklärt hatte, ich habe viel auf YouTube geguckt, habe ja auch erst vor kurzem angefangen zu angeln. Also das ist noch nicht lange und alles. Und dann habe ich mich so durch YouTube, ein Kumpel meinte zu mir, weil wir am Wasser waren, und mir war das echt peinlich, ich konnte nicht mal ein Vorfach binden. Ja? Ich wusste nicht, wie ich die Pose da rankriege und meinte so, guck YouTube. Da findest du alles, was du brauchst, so zum Karpfenangeln. Und jetzt hat sich halt so rauskristallisiert, ich bin Allround-Angler und ich möchte auch nie was anderes sein. Ja. Ja? Und da habe ich deine Videos gesehen, da habe ich die von Florian gesehen und wen es nicht alle gibt, Tim und Viktor und wie sie nicht alle heißen, es gibt ja 1 Million Menschen. Alle wir kennen uns irgendwie alle und habe mich halt dann dafür entschieden, nachdem ich deine Videos aber zuletzt gesehen hatte,
zu sagen, okay, ich mach das auch. Mhm. Weil ich möchte mich nicht verstellen vor der Kamera. Ich habe manchmal bei anderen so das Gefühl, es ist nicht böse, mein lieber Kollegen, aber manchmal habe ich so das Gefühl, man verstellt sich ein bisschen und achtet auf die Wortwahl. Aber wenn ich Scheiße sagen will, dann sage ich Scheiße. Und das so laut wie es geht. Scheiße! Ja. Ja, also. Nee, ist auch wirklich so. Wir müssen uns für keinen verstellen. Die, nee. Wenn uns dann mal jemand privat trifft und hört ein schlechtes Wort oder eine Eigenschaft, die ja einfach von uns vor der Kamera nicht gewohnt ist, weil wir uns verstellen, na, plötzlich entweder haben wir einen Fan weniger oder einfach überhaupt jemanden auf der Welt, der einfach schlecht über uns denkt, und das muss ja nicht sein. Eine Freundin von mir hat sich neulich das Messevideo von Frankfurt angeguckt. Da sagt sie, Mann, du sprichst im wirklichen Leben ein viel besseres Hochdeutsch als auf diesem Video. Ich sag, da muss ich mich auch teilweise am Riemen reißen, damit ich Hochdeutsch spreche. Ne? Also die hat sich richtig drüber aufgeregt. Okay. Fandst du nicht so toll. Also so Quatsch wie mir der Sappel hier. Ja, wie dir die Fresse gewachsen ist. Genau. Aber so geht's mir auch. Ich bin Berliner und ich stehe dazu. Ich dete Kike mal. Ja, vor allem, ich habe ja anfangs so versucht, relativ Hochdeutsch zu sprechen. Wo kommst du ursprünglich her? Norden Brandenburg. Aus dem nordischen Bereich. Ja. Habe ich ja anfangs versucht, aber geht da hinten nicht. Du hast da so viel Verquassel da drin. Dann nimmst du die Aufnahme 30, 40 Mal auf. Das machst du einmal, versuchst du nochmal, dann hast du die Schnauze voll. Naja. Dann laberst du so, wie die Quasselstrippe gewachsen ist. Ja, eben. Also ich habe es in meinem ersten Video auch gemacht. Da hatte ich noch einen anderen Kameramann. Liebe Grüße, Martin. Martin ist ein absoluter Perfektionist. Und eine Kamera so und dann noch in einer anderen Perspektive. Und dann drehen wir das noch zweimal und ändern mal noch die Wortwahl. Und als ich das dann zu Hause so beim Schneiden gesehen habe, habe ich mir gedacht, nee, machen wir mal anders. So. Martin ist auch viel arbeiten, dadurch hat sich der zweite Dreh dann einfach so raus entwickelt, dass ich den alleine machen muss, und hatte dann einen Aufruf bei Facebook gemacht, dass ich gern Gastangler mit dabei hätte. Daraufhin hat er sich gemeldet, ja, direkt unter YouTube, unter dem ersten Video. Und wir waren dann zusammen am Wasser, das hat super gepasst, und mittlerweile kann er sich sogar das Leben vor der Kamera vorstellen, sonst war eigentlich nur ich der Akteur. Aber wie man sieht, ja, da wächst er. Ja, eben. Und seitdem läuft das. Also wir sind jetzt gemeinsam, guck mal, in Fisch TV. Vorher war das eine Ein-Mann-Produktion, zumindest das erste Video. Und jetzt sind wir halt beide, weil wir uns super ergänzen. Und es klappt. Ein neues Team. Seit wann macht ihr das jetzt? Seit nunmehr 2 Monaten gibt's guck mal, in Fisch TV. Ja, wird noch hochsteigen. Wir geben uns Mühe und wir fahren auch überall hin, wo wir hin können. Und was so in Reichweite ist, was die Kinder so, nimm mal einen Keks. Komm, Süße, nimm mal einen Keks. Okay. Ess mal einen Keks, Süße. Was zu heulen. Kriegst du einen gut zu heulen hier? Kann man die zum Grafenangeln nehmen? Nee. Nee, war. Schmecken zu gut. Ja. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ist egal. Ja, Kanal, YouTube, bla bla, Video, bla bla. Fakt ist, man bleibt einfach bei. Wenn ich da manchmal so sehe, die sind ja richtig gewissenhaft dabei. Richtig heftig. Oh, das wäre mir zu viel. Bin ich ehrlich. Ja? Ja, das ist mir alles noch zu viel. So. Wenn es hochkommt, ist mir vielleicht Videos pro Monat. Also wenn es richtig hochkommt, wenn es richtig gut läuft. Ne? Ansonsten lasse ich manchmal 2-3 Monate Pause. Habt ihr bestimmt schon gesehen, ihr habt. Ja, ich habe mir jetzt gerade so überlegt, das erste Video von uns beiden war ja ein Schneidertag kommt selten allein. Ja, das habe ich mir angeguckt. Ja, so, genau. Und was sollte ich drehen? Ich konnte nichts drehen. Ja, aber so ist das. Ja, manchmal hat man halt... Wir sind alle Angler und wir stellen Fischen nach. Das sind Lebewesen, wenn die nicht beißen wollen, beißen sie nicht. Und wenn die Bedingungen da drumherum nicht passen, dann kannst du jede Kleinigkeit ändern, es wird nichts. Ja, und habe mir noch Kopfzerbrechen drüber gemacht nach dem ersten Tag dann an dem Kanal und dachte, was habe ich falsch gemacht? Gar nichts. So. War alles gut. Und die Leute, die viel am Wasser sind, die fangen auch viel. Die Leute, die weniger am Wasser sind, die fangen auch weniger. Also haben sie wahrscheinlich die Tage auch zu erwischen, eine größere, wo der Fisch nicht will.
Ja. Wenn ich 360 Tage auf Wasser bin, habe ich da so viele Möglichkeiten, Videoaufnahmen zu machen zum Beispiel. Ne? Ja, eben. Also aber eine andere Sache, wie fährt euch die Messe hier? Bis jetzt richtig gut, bis auf dass es echt gut gefüllt ist, wa? Hm? Gut voll. Wahnsinn. Ja. Also wenn ich so durch die Gänge spaziere, dann immer schön zusammenquetschen und... Also ich habe es bis jetzt noch eigentlich geschafft, großartig rumzulaufen, nur einmal zum Rauchen. Mhm. Oder zweimal zum Rauchen, also quasi hier lang und raus. Ansonsten, gestern Abend haben wir uns mal ein bisschen so rumgeguckt. Tobias muss die losschicken, holen wir mal das. Also ein Teil, was ich noch brauchte für den Kumpel, den ich versprochen habe. Ansonsten, ich glaube nicht, dass ich hier großartig wegkommen werde. Da muss mir Tobias den Schieber holen. Ja, ist gut. Mach mal Vorhang zu. Also wir haben schon echt viel gesehen hier. Ja. Wir waren ja auch kurz vor Eröffnung schon drin und konnten uns so mal ganz kurz umschauen. Und haben uns dann aufgebaut und alles. Und schon gingen die Türen auf und alle Leute stürmten hinein. Und jeder bekam was in die Hand gedrückt und nimm das und nimm das. Und oh, irre. Ja. Was habt ihr denn in der Hand gedrückt bekommen? Das haben wir schon im Auto. Ach so. Aber, gib mir mal die Tüte rüber. Ja, wir haben jetzt, machen ein paar Auftragsarbeiten und Vertrauter von uns, der ist jetzt hier. Kannst du mal reingucken? Ja, das hat er doch vorhin auch schon. Wo ist denn meine Dose geblieben? Ach da. Nee, wo ist meine Dose hin? Haben die meine Dose geklaut? Haben die meine Dose geklaut? Haben die die mitgenommen? Haben die echt die Dose mitgenommen? Hallo Chris. Ja? Hallo. Haben die echt die Dose mitgenommen? Schweinebacken. Ja, ja, auf jeden Fall der Philipp, den haben wir in Frankfurt kennengelernt. Und deswegen. Wir hatten mit ihm ein Interview gemacht und er meinte, ja, könnt ihr ja mal testen. So kam er dann auf die Sparte Test. Wir werden jetzt auch regelmäßig Tests durchführen. So. Also die Jungs haben hier so eine Gel-Bullets in der Hand gut bekommen. Hm. Testet mal. Das machen wir, wir werden es sehen, ja. Mit FBI haben wir vorhin gesprochen. Ja, mit wem habt ihr gequatscht? Mit so einem langbärtigen. Du willst den Namen nicht mehr. Das ist mir entfallen. Langbärtiger bei FBI. Ach, ja, bei also FBI. Etwas längeren Bart hat er. Naja, muss mal gucken. Genau. Die haben uns auch ein paar Produkte mitgegeben. Also ja. Wir haben jetzt ein ziemlich langes Interview mit denen geführt und alles. Was war denn jetzt mein Kaffee? Das war deiner, ne? Das war meiner, ja. Gut. Ja, wie gesagt, hier FBI haben wir ja. Ne? Ja. Ein paar Produkte. Die sind echt, ja, echt cool von der Aufmachung. Ihr habt was von Mika, das finde ich schon mal toll. Ja, das habe ich mir gerade geholt. Da stimmt der Preis und die Leistung noch. Ja, da haben definitiv. Wir. Also ich habe jetzt für zwei Vorfachboxen und eine Tacklebox 25 Euro bezahlt. Dreamform. Ja, das löst man sich so im Wasser auf. Also die sind ja aktiv, die Jungs. Ja. Die sind wirklich sehr aktiv. Also, und was ich, sag ich mal, so durch die Hintergründe so ein bisschen erfahren habe, da wird sich auch ein bisschen drum gekümmert um die Tester. Ne? Mhm. Hab ich so erfahren. Ja, also. Ja, also ist okay. Wir werden es vernünftig testen und uns ist auch ganz wichtig, dass uns da niemand irgendwie reinredet. Dass jemand sagt, pass auf und ich versorge dich mit den Produkten, wenn du dann sagst, toll, toll, toll. Wenn mir das Produkt nicht gefällt, würde ich es im Video nicht sagen. Und was soll ich dann im Endeffekt mit den Produkten? Futter XL, die kennen wir auch. Genau. Oberpackung gekriegt. Ein paar Jungs aus unserer Ecke. Ja, okay, Mecklenburg-Vorpommern. Richtig, die kommen aus Friedland. Und zwei Dörfer weiter wohnt nämlich die Oma von meiner Frau. Daher kenne ich das. Und ich war vor drei Wochen bei den Jungs gewesen. In Friedland. Ja, warst du? Ja. Was hast du gekauft? Pellets, Tigernüsse. Oh. Warte. Mehle noch ein bisschen. Also ich bin irgendwann mit 300 Kilo nach Hause gefahren. Ja, du machst ja deine Boilies auch selbst, ja, ne? Ja. Ja. Also irgendwann mit 300 Kilo habe ich dann gehabt. Also dafür gar nicht die Muße, mich da hinzustellen und Boilies. Ich habe aber auch nicht den riesen Bedarf. Ne? Also ich sag mal, wenn du den Platz hast und die ganzen Gerätschaften dazu, dann kannst du relativ simpel ja durchziehen. Ne? Meine Frau bringt mich jetzt schon um. Ja. Also ich habe
im Flur schon meine Taschen und meine Futterale und alle drum zu stehen. Und jetzt hat sie mir schon ein klitzekleines Fach im Schrank frei gemacht für die Kameratechnik. Mike in der Wohnstube, meinen großen Schreibtisch und wo ich alle dran arbeite. Also, langsam wird sie sauer. Ich denke, sie denkt über eine Scheidung nach. Wo dann der Grund erscheinen wird, guck mal in Fisch-TV und mein Mann angelt. Aber vielleicht wird der eines Tages noch berühmt und reich. Ja, Mann, überlegst du. Dann werde ich mich rächen. Ja, genau. Ich habe genug Platz. Ja, okay, das Thema lassen wir jetzt mal vom Tisch. Ne, genau. Nee, wir gründen eine Alternativfamilie. Maxima, genau. Kaffee, Gold, 100% Bohnenkaffee, 100% Arabica. Und wo gekauft? Muss ja noch ein bisschen Geld verdienen. Netto, ohne Scotty. Ah. Der holte Netto. Das hier merkt. Was ihr merkt. Ganz genau. Also muss der Netto-Marken-Discount dann auch den Peter Müller in Zukunft bezahlen. Das Problem ist, es ist das Einkaufsgeschäft in meiner Nähe. Ja. Ja, bei uns gibt es davon am Mass. Da kann ich zur Not zu Fuß hinlaufen. Bei uns hast du auf jeden 500. Meter einen Netto-Marken-Discount. Ja. Ist gut. Ist gut. Ey, ist Wahnsinn, wa? Wie das jetzt so eine, explodiert, die ganzen Discounter, ne? Na, Plus hat zugemacht damals. Ja, ja, und dann kam die ja. Und Netto-Marken-Discount, wie Pilze aus dem Boden. Dann hat Extra ja zugemacht. Ich hab's ja früher auch noch. Ja. Wurde Rewe draus. Ja? Oder beziehungsweise gab's Rewe schon vorher. Reichelt gab's auch noch. So, Edeka. Gut, das ist immer noch ein Vertrieb irgendwie, aber das heißt jetzt nur noch Edeka. Ja. Komisch. Also, blickt da auch nicht mehr durch. Ja. Genau. So, Männer, was habt ihr noch so Schönes? Zeig doch mal hier, von Mika, so eine schöne Verpackung. Da genau. Grinst mich die ganze Zeit an. Ich schick dich hier durch die Weltgeschichte. Nein, ist gar kein Problem. Jeder Gang macht schlank. Jeder zweite geht in die Breite. So. Das kaputt gemacht? Nee. Nein. Mein Gott. Herr Müller. Es gibt ja Dinge, die sind total innovativ und cool. Sowas gehört dazu. Ja. Es gibt auch Händler, wo man sowas bestellt. Die Händler um die Ecke. Und man kriegt ein Jahr später den Anruf, Peter, das ist angekommen. So, mach so einen Schuss. Das bräuchte du nicht mehr. Ja. Vor Weihnachten, vor 2 Jahren bestellt. Ein Jahr später habe ich den Anruf bekommen. Ja, geht uns aber, denke ich mal, genauso. Weil wenn wir jetzt mal bei eBay oder sowas bestellen und du achtest nicht drauf, dann denkst du, wo bleibt denn mein Paket? Kriegst du mal rein bei eBay? Hongkong. Oh. Ja, aber es geht nur halt. Solange der Paket den zustellt. Mit dem Paket ist halt Probleme. Aber ja. Ich durfte auch schon mal zum Zoll. Und durfte dem Zoll erklären, warum auf einem Paket eine andere Beschreibung drauf war, als das, was tatsächlich drin war. Also die haben das anders deklariert, als die Ware enthalten ist. Ja. Da musste ich noch versuchen, mich zu rechtfertigen. Ich sage, dafür kann ich nicht. Das war der Händler, ja. Also du hast ja nur Probleme manchmal. Also lieber im Online-Shop eures Vertrauens oder beim Händler um die Ecke. Ja. Ist besser. Händler um die Ecke. Ein Jahr später. Ja. Okay, gut, Männer. Es freut mich, dass ihr euch kennengelernt habt. Ja, freut uns auch. Wir werden uns vielleicht so ja mal begegnen am Wasser. Vielleicht, ne? Vielleicht genau. Aber du machst ja auch nur alleine, ne? Ich mach's ja immer.